So, meine lieben Freunde, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Torchlight. Was das angeht, bin ich noch gar nicht so sicher. Warum ist die Musik so laut? Ich verstehe es halt nicht wirklich. ja, ist ansonsten kein Problem. Ich muss mal gucken, wo ich gestern, wie heißt's, aufgehört habe. Okay, Heilung der Verderbtheit und Kampf gegen Vakasea. Das ist soweit auch ganz okay. Todesgutstein, Nekropilie, Nekrophole. Jo, ich habe ja gestern wieder aufgenommen, weil ich einfach lustig bin und Lust hatte. Dementsprechend, jo. Ich muss halt nur mal gucken, leider hat das keine Controller-Unterstützung. Ich mache einfach mal die Dungeons. Ich muss mal gucken, ob ich nicht zwischendurch einfach mal einen Cut setze. Weil ich gemerkt habe, beim Nachschneiden ist es immer so extrem schwierig, den Titel auch so passend zu schneiden, dass er passt. Wie man es bei den versunkenen Ruinen und dem verlassenen Tunnel halt schon mal entdeckt hat. Ups, Entschuldigung. Ja, da muss ich mal ein bisschen gucken, ob ich einfach, wie heißt's, ob ich es einfach später mal anders mache. So, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es der gleiche Dungeon war oder nicht. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch gar nicht so tragisch, wenn das der Fall ist. Von daher ist es kein Problem. Ich würde trotzdem gerne noch mal Das Problem ist, ich höre das ja lauter als ihr. Dementsprechend ist es gar nicht so unabwegig. Lass mal nach da ran, du Idiot. So, ich glaube aber, den Dungeon hatte ich schon mal. Ja, den Diskutschwert möchte ich nicht. Ups. Ja, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Naja gut, kriegen wir schon hin, ist kein Problem. Ich hoffe, ihr seht es gerade ein bisschen nach, dass ich jetzt nicht mit der gewohnten Qualität aufnehmen kann. Also jetzt nicht Qualität im Sinne von weniger Qualität oder so ein Kram. Also Videoqualität, die ist die gleiche. Aber ich meine damit eher Audioqualität. Aber ich denke mal, das ist nicht so das Problem. Ja, ansonsten Torchlight 1 bin ich immer noch dabei. Muss ich halt nur gucken, ob ich mit dem Mikrofon, mit dem Kleinen hier, ob ich da auch Dingsbums machen möchte. Ob ich auch Horizon Zero Dawn aufnehmen möchte. Ups. So, dann heile ich mal. Ich finde es komisch, dass man dreimal die gleiche Karte kaufen kann.
mechanisches Konstrukt. Ich glaube, die Karte ist doch ein bisschen anders. Schrein der Heilung, den behalte ich mal. Nein, ich wollte doch nicht da drauf klicken. Oh, Kacke. So, ist ja gut nach Tara. Machst du super. So. Ja, ich habe ja die Karte hier. Okay, das hat jetzt einiges an Mana gefressen. Wo ist er hin? Geht es hier lieber wunderbar. So. Jo. Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. So, an sich gefällt mir das Spiel. Auch wenn es ein bisschen älter ist. Aber wie gesagt, wenn es mir gefällt, gefällt es mir. Da ich ja aktuell keine Werbeverträge oder desgleichen besitze, bin ich ja, was das angeht, relativ frei. Es macht Spaß, wenn ich mit dem Crit-Schaden so ein Viech komplett zerberste. So, dann will ich das alles mal aufnehmen. Weißt du was, ich nehme dafür die Heilung. Dann sollte das alles gehen. Jo, heute habe ich den Mietvertrag abgeholt, habe den Schlüssel bekommen. Das bedeutet, der Umzug wird jetzt bald vonstatten gehen. Eine Falle ausgelöst. Das bedeutet, ja, wird interessant, ne? Wenn ich hier noch nicht war, warum gibt es hier keine Gegner? Die Frage ist natürlich, würde sich mein Schaden, den ich mit den Waffen mache, akkumulieren, wenn ich theoretisch zwei benutzen würde? Das wäre die nächste Frage. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt zwei... Oh, das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Ich mag das ja eigentlich, wenn das so richtig abgeht. Und du einfach so richtig schön rumdashen kannst. Das hat echt was für sich. Deswegen laufe ich immer hier ganz gerne an diesen Löchern vorbei, weil die Viecher halt immer rauskommen, wenn du darauf vorbereitet bist. Und dann läuft der Käse ganz anders. Thank you.
super. Ich habe immer so das Gefühl, dass das Spiel, es ist ja wie gesagt gefühlt sehr laut. Da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich zu leise bin, aber wenn ich dann in der Aufnahme gucke, merke ich dann, dass ich doch zu laut spreche und dann übersteuert rüberkomme. Aber das kann ich halt aktuell nicht, da kann ich jetzt aktuell nichts anderes machen. Es ist halt schon ein Unterschied zwischen einem 200-Euro Kondensatormembran-Mikrofon, was ich ja sonst immer, beziehungsweise 100, sagen wir mal ehrlich, das Mischpult benutze ich ja trotzdem, und einem kleinen Anklipsmikrofon für knapp 20 Euro ist natürlich schon ein qualitativer Unterschied. Wäre an sich schlimm, wenn nicht. Trotz alledem muss ich halt aktuell darauf zugreifen, weil ich habe einfach nicht genug vorbereitet und hatte eigentlich auch nicht vor, da großartig noch was zu machen. Dazu hatte ich mich dann einfach spontan entschieden. Und ja, aber ich glaube, Torchlight wird so ablaufen, wie ich es kenne, dass es dann weder Kommentare noch sonst was gibt. Dementsprechend ist es relativ egal. Mache ich es einfach mal so, wie es ist. Man ist ja, was das angeht, ein Mensch. Hallo Ratte, komm her. Ich will trotzdem gerne wissen, wie gesagt, die Auflösung habe ich ein bisschen kleiner wegen dem Overlay, damit das alles wunderbar funktioniert. Blutanzeigen, Netbook-Modus. Ah, schade, ich würde gerne gucken, ob ich da was, ob ich da diese Sachen, die man, wie heißt's? Okay, von da kam ich. Das bedeutet, hier bin ich nur am Abgrasen. Kann ich die Karte irgendwie größer machen? Das wäre super. Aber sieht nicht danach aus. Na gut. Dann will ich mal hier runter. Es wäre halt ganz lustig, wenn ich irgendwie so einschalten konnte, dass man die Sachen, die man auflesen kann. Dass die irgendwie angezeigt werden. Aber ich glaube... Nein, wieso? Doch. Mein Gepäck ist voll. Okay. Dann werden wir das anders machen. 5, 3, 3 Rüstungen kriegen. Magie finden. Und 2% erhöht. Nein, das kann rüber. 7 Rüstung. Das andere ist 36 Gesundheit. Die Frage ist, warum? Weil es einfach normale Stiefel sind. Okay. Das kann rüber. Das kann rüber. Das kann rüber. Das kann rüber. Ich habe hier einen Bogen. 87. Die macht 100. Die macht 157. Plus 11 Giftschaden, Rüstung. Oh, die ist richtig gut. Und da muss der Bogen dann dafür leiden. Elektrizitätsresistenz kann auch rüber. Intelligent. 10 Rüstung und plus 5 Mana. Das klingt erstmal super. Okay, dann können die Tränke nämlich auch schon mal weg. So, warte mal, mit Tab, ne? Warte mal. Irgendwie. Ah, mit W, okay. Na gut. Mit W kann ich also... Wow. Mit W kann ich also meine Waffe wechseln. Hallo? Achso, das war die 2. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich nehmen soll. Der kleine Revolver ist natürlich Bombe. Der hat immer noch sehr gute Stats, ist aber halt auch nur ein kleiner Revolver. Ich glaube, den mit Dingsbums wäre echt der Hammer.
Lass meine Katze in Ruhe. Was hat dir das nach Tara getan? Ich nehme trotzdem mal das Gewehr hier. Wir haben Erfahrung hinzugewonnen. Super, Stufe erreicht. 2 Verteidigung, 3 Geschicklichkeit ist immer ein sehr guter Plot. Ich mache jetzt mal hier Abenteurer. Ich kriege auch bald wieder einen neuen Skillpunkt, das ist super. Da brauche ich gar nicht mal so viel, brauche ich nur ein bisschen Ruhm noch. Schriftrolle nicht hier rüber. Möglich. Oh. Plus 1% erhöhte Erfahrung. Ich nehme den Giftschaden mal raus. Das kann ich nicht tun. Was haben wir denn hier? Bonus auf Magie. Mana bei Treffer gestohlen. Wäre natürlich für Waffen ganz gut. Giftresistenz erhöht jeden Eisschaden. Ja, ich bin mit der Kette eigentlich zufrieden. Dann kommt das rüber. Hier habe ich einfach noch keine passenden Glutsteine gefunden. So einfach ist das. 3 Rüstung ist mir dann doch wert, die Gesundheit. Mein Inventar ist voll. Das ist super. Ist es mir dann doch wert. Der Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Die 36 Gesundheit sein zu lassen. Die machen gut Schaden, das lässt sich nicht abstreiten. Warte mal, wie wäre es, wenn ich ein Skelett beschwöre? Ich habe doch richtig, richtig gut Schaden gefressen. Aber mein Ruhm hat sich erhöht. Ja, dann nehme ich Abenteurer Stufe 2, 4% mehr Erfahrung, mehr Ruhm und Effektivität. Oh, zielsuchender Schuss ist auch super. Erfordert Stufe 12. Ich bin Stufe 11, okay. Achso, ja, das war das Skelett, okay. Ja, ich würde sagen, Portal. War es das jetzt mit dem Dungeon? Das war an sich super. Vor allem die Karte, die war doch schwerer als gedacht. Also wir sind fast gestorben. Das hätte ich jetzt so an sich nicht gedacht. Aber ich bin positiv überrascht. Ich würde das Gewehr gerne mal ein bisschen verbessern. So, ich habe jetzt wieder Platz im Inventar. Das ist super. Dann mache ich nämlich hier das am nächsten. Als nächstes. Guten Tag, der Herr. Mein seltenes Gewehr. Das kann ich nicht tun. Neue Verzauberung, das ist gut. 3% Mana gestohlen. Oh, das ist wunderbar. Glück ist auf ihrer Seite. Auf Wiedersehen. 21 Giftschaden. Rüstung pro Form 5. Oh, das ist super. Sie haben kein Glück. Machen Sie es gut. Ich verzaubere für Gegenstand Blunderbüchse durch, aber nichts geschieht. Okay. Brauchen Sie etwas?
Solange nichts geschieht, ist alles gut. Sie haben kein Glück. Auf Wiedersehen. Nein, alle Verzauberungen weg. Oh nein, ist das gemein. Und ich habe kein Geld mehr. Ah, das ärgert mich. Das ärgert mich jetzt sehr. Hi. Okay, der will wieder in die Tunnel zurück. Ja, die Hauptquest muss noch ein bisschen warten, würde ich sagen. Einfach aus dem Grund, dass ich jetzt hier erstmal einen Cut mache und dann in der nächsten, beim nächsten Mal machen wir die nächste Kartenschriftrolle. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, Leute. Das war cool. Also wie gesagt, das Spiel macht mir schon sehr Spaß. Es ist ruhig, es ist trotzdem actionreich auf der einen Seite. Von daher mache ich mir da keine großen Probleme, dass das Spiel selbst langweilig ist. Unsere Elaine und unsere Nachtara schlagen sich ganz gut. Und ja, man merkt auch direkt, dass es macht mir wirklich Spaß. Ne? Also ich bin da jetzt doch mehr und gebannter. Und dementsprechend mache ich hier einfach einen Schnitt und mache dann direkt weiter. Nimm dann direkt weiter auf. Dementsprechend, ja, ich kann ja mal einen Timer starten und kann mal gucken, wie lange diese Aufnahmesession heute geht. Beim letzten Mal, sage ich ganz ehrlich, die 2,5 Stunden, die waren ziemlich cool, waren gar nicht mal so schlecht. Normalerweise fände ich so lange Aufnahmesession immer so ein bisschen übertrieben. Einfach auch, weil das Quatschen ein bisschen schwierig wird. Aber auf der anderen Seite, bei dem Spiel hat es einfach gerade gepasst. Da habe ich mir gedacht, komm, wenn es gerade wirklich passt, dann nimmst du es auch einfach mal mit. Und habe ich nicht bereut. Ja, ich denke mal, heute wird es auch so lang. Beim letzten Mal habe ich eigentlich nur die 2,5 Stunden aufgehört. Ich hätte eigentlich Lust gehabt, länger zu machen. Aber es wurde einfach relativ warm. Und ja, von daher. Naja, hier, ich will es nicht zu lange machen und nicht zu viel blöd rumquatschen. Macht's gut. Ciao mit V.